jetzt zu versuchen, möglichst viele Abkommen zu schließen, die gute Standards haben. Und wenn wir wollen, dass sie sich übertragen, werden wir es versuchen müssen mit der Mutterland der Globalisierung, des Kapitalismus und der Vereinigten Staaten. Wenn übrigens das, was Sie befürchten, eintreten würde, dann muss man TTIP ablehnen. Das ist völlig klar. Wenn den Handelsabkommen Staaten sich weigern, ein Abkommen zu unterschreiben, das Kinderarbeit verbietet. Das soll man einfach wissen. Kernarbeitsnormen für die internationale Arbeitsorganisation werden nicht nur von den USA nicht akzeptiert, da wird der wesentliche Verbot von Kinderarbeit akzeptiert, sondern auch von vielen anderen Entwicklungsländern nicht akzeptiert. Also was können wir tun, um ein gutes Abkommen zu machen? Erstens, wenn es so ist, ist es so. Man muss erstens dafür sorgen, dass keinerlei Standards gesenkt werden. Und Herr Bevorstrom, ich muss Ihnen sagen, es geht bei TTIP gerade nicht um Harmonisierung. Es geht nicht um Harmonisierung. Sondern es geht um die Überprüfung, gibt es Bereiche, in denen die unterschiedlichen Prüfsysteme, die Standards, ähnliche Ergebnisse haben und man deshalb, wenn man in Europa oder in den USA eine Genehmigung zum Beispiel zum Vertrieb von Medikamenten hat, es im anderen Teil nicht nochmal beantragen muss. Und dabei wird es Bereiche geben, bei denen das nicht der Fall ist. Und wo wir das jetzt schon wissen, heute Morgen hat auf einer Demonstration oder im Bericht schon wieder einer gesagt, es ging um Chlorhühnchen. Manche, die das ein paar Monate erzählt haben, denen ist es ja peinlich, dass sie das damals erzählt haben, weil völlig klar ist, dass Chlorhühner nicht nach Europa kommen dürfen. Und übrigens auch keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel. Weil sich in diesem Bereich zwischen Europa und den USA nichts Vergleichbares finden lässt. Ich habe leider die Sorge, dass auch bei der Chemikaliensicherheit die Amerikaner nicht bereit sind, unsere Standards zu akzeptieren, als vergleichbar. Das heißt, vermutlich wird es so sein, dass es einen Teil gibt, da gibt es harmonisierte, nicht harmonisierte, sondern standardisierte Vereinbarungen. Und einen anderen Teil, deswegen geht es eben nicht um Harmonisierung, darf man feststellen, es geht nicht. Und jetzt die Frage, wo ist das eigentlich der Fall? Was man wissen muss, kein Freihandelsabkommen der Welt kann Gesetze ändern. Keines.